Servus Leute, heute schauen wir uns das Anidis AI5S an. Und dazu hat mir Anidis noch ein paar Lüfter geschickt, die ihr auch später zu Gesicht bekommt. Das AI5S ist ein kompaktes ATX-Gehäuse im Fractal Design Look mit einem Seitenfenster, wo ihr hier sehen könnt. Und kommt mit einigen Extras, die ich ganz nett zu dem Preis finde, daher. Und das wollte ich euch heute mal alles zeigen. Wenn wir damit fertig sind, schauen wir uns noch die Lüfter hier an, die mir Anidis auch dazu geschickt hat. Ja, würde ich sagen, dann geht's gleich mal los mit dem Unboxing. Schon wieder alles sehr gut verpackt mit dem Styropor. Da kann nichts kaputt gehen. Da noch eine Folie drum, die ein bisschen vor Kratzern schützt. Sehr gut. Dann schauen wir uns das Case mal von außen erst an. Wir haben hier ein schönes Fractal Design. Ein bisschen kleiner als das R5 von Fractal Design. Schön in schwarz gehalten, hier vorne mit so ein bisschen bürstetem Alu-Look, aber halt komplett aus Plastik hier vorne. Wir haben außen überall Staubfilter, also hier oben, hinter der Front ist auch eine, ein großer. Hier befinden sich schon zwei mitgelieferte 120mm Lüfter, kann man noch einen dritten dazusetzen unten. Dann hat das Netzteil hinten auch einen Staubfilter, den kann man hier rausziehen und wieder reinschieben. Am Lüfter hinten ist kein Staubfilter, weil ja hier die Luft eh rausgeblasen wird, also würde der da nichts bringen, außer den Airflow blocken. Ja, an der Front des Cases, also von oben, von 3.0 haben wir hier zwei USB 3.0, zwei USB 2.0, einen Power- und Reset-Knopf, dann noch Mikro- und Kopfhörer-Anschlussbuchse sowie eine Lüftersteuerung mit drei Geschwindigkeiten zum Einstellen. Sehr gut. Dann haben wir hier ein kleines Seitenfenster. Für meinen Geschmack ist es zu klein geraten, es sieht irgendwie von der Form her nicht passend zum Gehäuse aus. Könnte ruhig ein bisschen höher sein und auch weiter nach hinten und vorne gehen. Ja, dann machen wir das ganze Ding mal auf. Die Thumbscrews sind wie immer zugepfeffert wie noch was, dass man sie kaum von Hand aufbekommt. Dann schauen wir uns erstmal den interessanten Bereich an hier. Hier sehen wir wieder die 220mm Lüfter, sowie den LED-Lüfter hier hinten noch. Dann haben wir hier noch ein Netzteil-Shroud, was also in der Preiskategorie auf jeden Fall kein Standard ist. Hier haben wir zwei Festplattenhalter, wo man 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll Festplatten montieren kann. Hier haben wir eine schöne Durchführung für unsere Kabel, damit die Kabel schön versteckt sind. Man kann hier zum Beispiel vorne kann man einen 240er oder 280er Radiator montieren und oben kann man auch einen 240er montieren. Laut Datenblatt kein 280er. Theoretisch müsste auch einer reinpassen, nur das ist dann alles extrem eng mit dem Mainboard, weil das Mainboard ziemlich weit oben sitzt. Von daher würde ich oben auf jeden Fall keinen Radiator montieren, wenn dann höchstens Lüfter. Dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Hier haben wir unseren Fan-Hub für 3-Pin-Lüfter. Ganz viele Kabel.
Es sind drei Klettverschlüsse noch dabei, auch sehr cool. Und hier unten ist unsere Zubehörbox. Da schauen wir jetzt mal rein, was da denn drin ist. Oh, Kabelbinder und Schrauben und dann noch eine kleine Bedienungsanleitung. So, hier haben wir auch nochmal zwei Halter für 2,5 und 3,5 Zoll Festplatten. 3,5 Zoll kann man keine montieren, weil die zu weit rausstehen und dann würde man das Seitenteil nicht mehr montieren können. Daher weiß ich auch nicht, warum die so groß sind. Die könnten natürlich dann auch einfach klein gehalten sein. Hier unten haben wir auch nochmal einen Laufwerksschacht. Hier kann man 3,5 Zoll Laufwerke montieren oder auch kleinere 2,5 Zoll Laufwerke. Hier hinten befindet sich natürlich das Netzteil. Und das wäre es da eigentlich schon. Dann kümmern wir uns mal hier um die Lüfter. Es handelt sich hier um ein 3-Pack, also 3 der AI Halo RGB 12, das heißt 120 mm Lüfter sind es. Die kommen mit einer RGB-Steuerung und werden über einen SATA-Anschluss, den ich hier schon bereitgelegt habe, angeschlossen und angesteuert. Schauen wir mal rein. So, hier haben wir schon die Lüfter. Dann kommt hier noch Zubehör. So ein PCIe-Bracket. Dann haben wir hier erstmal Befestigungsschrauben. Den Bracket, den ich hinten anschließen kann an den PC. Dadurch kann man über die Tasten hat man dann die Steuerung extern, das heißt man kann dann hinten an den PC greifen und hinten steuern, wie die Lüfter leuchten. Hier haben wir das Anschlusskabel, die Spannungsversorgung. Und hier haben wir dann auch noch 3 Lüfter. Ups. Die Lüfter sind hier schon angeschlossen an die Steuerung. Die kann man hier auch abklemmen und dann wieder anklemmen. Aber ihr könnt sie halt nur über die Steuerung betreiben, weil die ja keinen normalen 3-Pin- oder 4-Pin-Anschluss haben. Ich würde sagen, schließen wir die mal an und dann schauen wir mal, wie das leuchtet. Und dann kann ich jetzt über die Steuerung, kann man einmal die Geschwindigkeit ändern. Auf der langsamen Stufe drehen die Lüfter mit 700 Umdrehungen und auf der schnellen Stufe drehen sie mit 1200 Umdrehungen. Über die Mode-Taste kann ich die Farbe ändern, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, wenn ich die hier auch halte, kann ich Effekte einschalten. Oder auch nicht. Sagen, schauen wir uns das Ganze mal noch an, wenn es ein bisschen dunkler ist. So. Also auf jeden Fall von der Optik her sieht das schon ganz nett aus. So, das wäre es dann auch schon zu den Lüftern. Dann kommen wir mal zum Fazit. Und wie ich finde, sind die Lüfter mit 39 Euro preislich im unteren Segment angesiedelt für RGB-Lüfter, was meiner Meinung nach in Ordnung ist. Wenn man jetzt so sieht, manche andere RGB-Lüfter kosten 60 Euro oder noch mehr, ein Dreierpack. Es sind jetzt keine High-End-RGB-Lüfter, aber wer ein bisschen was Leuchtendes haben möchte und die dann auf der niedrigeren Drehzahl laufen lässt, der hat hier auf jeden Fall ein solides Paket an Lüftern. Ähnlich sieht es meiner Meinung nach auch bei dem Case aus. Für 69 Euro kriegt man hier ein gutes Gesamtpaket. Meiner Meinung nach sieht das Ganze ein bisschen zu klein aus. Ich finde das Fractal Design R5 schöner im Ganzen, weil von den Außenmaßen her ist ein bisschen größer und auch mit dem Seitenfenster. Es sieht einfach proportional ein bisschen schöner aus. Aber wer lieber ein kompakteres hat,
Der ist hier mit auf jeden Fall gut bedient und für 69 Euro ist das Case auf jeden Fall in Ordnung. Und ich kann es somit weiterempfehlen. Und das wäre es dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, falls nicht ein Dislike. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren. Falls ihr Fragen habt, lasst sie einfach unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao!